So, es geht in diesem Film um die Blattspitzenwirbelsimulation und ich habe dafür schon mal zwei Ergebnisse halt in der Workbench berechnet. Ich zeige Ihnen im Anschluss dann jetzt gleich, wie man tatsächlich hier zu dieser Simulation kommt. Ich fange aber hier jetzt einfach mal mit den beiden Ergebnissen halt an. Ja, also es ist eine Umströmung des Tragflügelprofils. Auf dem Tragflügel ist jetzt der Druck dargestellt. Es ist hier eine Stromlinie, die an der Stirnwand beginnt, eingefügt. Das ist diese gelbe Geschichte und ist ein Vortex Core Region mit dem Q-Kriterium hier dargestellt, dass man den Wirbel halt erkennen kann. Bei dem Druck, ich drehe das jetzt einfach mal, kann man ganz gut erkennen. Unten hat man quasi Umgebungsdruck. Hier ist auch noch so eine Wirbelschicht aufgrund des Druckunterschiedes hier an der Vorderkante. Und oben hat man Unterdruck. Das heißt, das Tragflügelprofil wird eben wirklich nach oben gesaugt. Das kann man auch mit dem, dafür können wir uns auch gleich mal die Kraft anschauen. Ich mache das hier mal mit dem Function Calculator und trage hier mal habe die Kraft jetzt, die Auftriebskraft in Y-Richtung angewählt, hier über dieses Feld und habe da 4,8 Newton. Und alternativ gibt es jetzt hier eine Version mit einem Brett angeflanscht. Ich nenne das jetzt mal Winglet. Also ein dünner Quader ist der angeflanscht. Und da kann man halt sehen, dass dieser Wirbel jetzt eben tatsächlich sehr viel kleiner ist und auch diese Stromlinie hat einen ganz anderen, kleineren Durchmesser. Und wenn wir uns dazu jetzt nochmal die Kraft anschauen, das ist hier jetzt auch schon eingestellt, wieder Force in Y-Richtung, Calculate. Dann hat man hier 7,9 Newton zu 4,8 Newton. Also das heißt, dieser Wirbel sorgt für einen ganz kräftigen Auftriebsverlust, den man entsprechend mit dem Winglet steuern kann. So, wie kann man jetzt so eine Simulation halt aufsetzen und da fange ich jetzt einfach nochmal von neuem an. Ein Fluid Dynamic CFX. Dann gehe ich mit der rechten Maustaste auf die Geometrie und füge eine Design Modeler Geometrie jetzt ein oder baue die halt eben entsprechend auf. Ich erstelle mit einem Grundelement ein Quader als mein Berechnungsgebiet und das mache ich jetzt so klein oder so groß wie nötig, 3 mal 2 mal 1 Meter groß. Das ist jetzt mein Berechnungsgebiet. Das deklariere ich jetzt auch als Fluid. Hier bei dem Körper halt machen und da kann ich hier, das ist jetzt kein Festkörper, sondern soll eben ein Fluid sein. Und jetzt füge ich mein Profil halt ein aus den gegebenen Dateien mit Konzeptkurve. Keine Punktauswahl, sondern eine Koordinatendatei wähle ich aus. Und die liegt bei mir auf dem Desktop. Das ist das NACA 4412 Profil, was wir hier exemplarisch nehmen, das erstelle ich. Nochmal das für die untere Kurve, mal die Datei für die untere Kurve auswählen. Und erstellen. Jetzt ist das hier auf die andere Seite gewandert. So, und meinen Quader verschiebe ich noch etwas. Minus 1.
So, dann liegt mein Profil da jetzt eben auch entsprechend so, dass ich da die Anströmung hier vorne habe. Und jetzt muss ich noch mit diesem Linienkörper extrudiert muss ich aus dem Fluid etwas rausschneiden. Also Material, nicht Material hinzufügen, sondern Material wegschneiden. Die Richtungsgeschichte ist jetzt die XY-Ebene. Die wende ich jetzt mal an und ich schneide hier 0, 0,5 Meter halt heraus. So, jetzt kann man das, glaube ich, hier auch ganz gut erkennen, dass das jetzt eben hier mein Loch ist, rausgeschnitten ist. Jetzt kann ich diesen Linienkörper, den kann ich unterdrücken. Das ist wichtig, damit ich eben nur einen Körper jetzt habe, der vernetzt wird. Und jetzt benenne ich noch alle Flächen. Fange ich mal an hier mit dem Profil. So, das markiere ich hier die untere Geschichte. Jetzt kann ich mein Mausrad drücken und kann das hier drehen. Dann muss ich die Steuerungstaste drücken und kann jetzt eben auch die obere Fläche anklicken. Rechte Maustaste, Komponente erstellen und das nenne ich jetzt mein Profil. So, ganz nützlich für die grafische Darstellung nachher ist die Profilstirnfläche. Nenne ich jetzt hier auch Stirnfläche. Und jetzt benenne ich hier vorne den Eintritt. Hier hinten den Austritt. Und rundrum kann ich das als reibungsfreie Wand deklarieren. So, mit der Maustaste gedrückt, Steuerungstaste, Maustaste gedrückt, Steuerungstaste, Steuerungstaste. Jetzt habe ich alle vier Seiten markiert. Rechte Maustaste, Komponente. So, das sind vier Flächen und das ist meine reibungsfreie Wand. Hier bei der Stirnfläche, achso, die reibungsfreie Wand erstelle ich nochmal. Bei der Stirnfläche gehe ich nochmal gerade rein und mache da mal ein AE raus, weil den Umlaut zieht er nicht mit, er macht da zwar keine Fehlermeldung, aber ist vielleicht etwas eleganter. So, damit habe ich jetzt die Deklarierung fertig. Ich speichere das mal ab. Und schließe den Design Modeler und gehe in mein Netz. Habe ich mein Netz und da kann ich die Elementgröße hier wählen und die wähle ich jetzt mal auf 30 mm. Mehr mache ich nicht, mache keine Vernetzung und so weiter, nicht so wie das in den anderen Filmen dargestellt ist, weil ich jetzt auf Wirbelvisualisierung fokussiere und da ist ein homogenes, gleichförmiges Netz, vor allen Dingen Stromab des umströmten Körpers wichtig.
So, und jetzt habe ich hier ein schönes, feines Netz, gleichförmig verteilt. Und ich gucke nochmal die Statistik an. Die ist jetzt zu groß für die Studentenversion. Darum gehe ich mal auf eine Elementgröße von 45 mm. Auch noch ein schönes Netz und ich liege unter den 512.000 Werten und damit arbeite ich jetzt mal weiter. So. Speichere ich ab. Mache die Vernetzung zu. Ich aktualisiere mein System. Starte jetzt mein Setup. Und wähle meine Default-Domain aus und sage, dass ich hier inkompressibel rechne mit einem Shear Stress Transport Model. Und füge jetzt meine ganzen Randbedingungen ein. Eintritt. Das ist mein Indent. Da möchte ich 10 Meter pro Sekunde als Anströmgeschwindigkeit haben. Dann mein Austritt. Das Outlet mit dem Umgebungsdruck 0 Pascal. Dann meine reibungsfreie Wand. Rundherum. Als Free Slip Wall. Da kann jetzt nichts rausströmen. Und dann fehlt jetzt noch das Profil und die Stirnwandprofil. Das soll eine Wand sein mit Reibung. Eine glatte Wand mit Reibung. Und entsprechend noch eine Stirnfläche. No-Slip Wall. Das war's. Speichere ich ab. Mache ich zu. Starte ich mal eine Lösung. Sollte sehr schnell konvergieren, weil da keine große Störung, keine große Ablösung halt drin
auftaucht. Rechne das jetzt auch nicht mit einer exquisiten Genauigkeit, alles Standardeinstellungen. So, da ist es schon durch. Schauen wir uns mal das Ergebnis an. So, da macht es zunächst mal Sinn, einen Konturplot einzufügen mit dem Druck auf das Profil angewandt. Und ich ändere mal hier die Anzeige, dass das Minimum 50 Pascal sind. Dann kann man hier jetzt ganz gut sehen, unten hat man den Umgebungsdruck, nur an der Vorderkante nicht. Und oben hat man einen Unterdruck, das heißt, also das Profil wird nach oben gesaugt. So, jetzt füge ich noch eine Stromlinie ein. Und die lasse ich von der Stirnfläche loslaufen. Nach vorne und hinten, Strom auf und Strom ab mit 200 Linien. Und dann kann man ganz gut sehen, dass die hier sich so aufdreht an der Profilhinterkante. Und jetzt füge ich zu guter Letzt eben noch die Vortex Core Region ein mit dem Q-Kriterium. Ja, ich kann es ja einmal so starten, das ist jetzt dann sehr groß. Verändere ich mal die Auflösung, dann sieht das entsprechend folgendermaßen aus. Ja, ich habe jetzt hier gegenüber meinen vorherigen Beispielen das Berechnungsgebiet noch mal etwas schmaler gemacht und dafür die Auflösung etwas verfeinert. Und was vielleicht noch zu bemerken ist, jetzt wenn dieses Winglet angebracht wurde, da bin ich noch hergegangen und habe auf das Winglet halt also auch den Druck draufgelegt, auf Wände macht das immer Sinn, den Druck drauf zu legen. Das habe ich folgendermaßen gemacht. Da muss man hier bei der Mesh-Region dann letztendlich rausfinden, dass eben diese beiden Flächen hier jetzt eben das neue Winglet halt sind und dass man darauf dann eben auch Konturdaten legen kann mit der rechten Maustaste. Ich möchte gerade noch einmal für mein neu gerechnetes Beispiel hier die Kraft berechnen in Y-Richtung. Aber auf dem Profil natürlich. So, da habe ich 5 Newton. Ja, also das Ganze hängt schon etwas ab von der Auflösung des Netzes, klar, aber die Größenordnung, ja, also hier habe ich 4,79 und hier habe ich 5,12, weil ich halt das Netz etwas verändert habe. Einmal habe ich 45 mm Auflösung, einmal habe ich 60 mm Auflösung. Ja, das Ganze ist jetzt kein Kochrezept, sondern sie sollen eben selber ein Stück weit halt experimentieren. So, hier ändere ich mal gerade noch die Legende, dass das etwas schöner aussieht. Dass das auch noch gezeigt wird. So, jetzt habe ich hier eben die Geschwindigkeitsdaten. Ich will aber hier den Druck haben von 0 bis minus 50. Und dieses wäre jetzt eine schöne
Darstellung von dem Ausgangs Berechnungsergebnis. Und hier sollen Sie jetzt überlegen, was könnte man hier dran bauen, um diese Wirbel halt zu beeinflussen, um sie nach Möglichkeit ganz wegzubekommen. Ja, danke schön.